Ein neues, fantastisches Dampfergrillen bei Olgas Beauty Salon und 24 Stunden Cleaners hier an der Maryland. Hier machen wir jetzt unser Dampfergrillen. Heute ist... da wurde schon wieder ein Dampfer weggebracht. Heute ist der 20. Mai 2016, ein guter Tag für alle Dampfer, denn mit dem Dampfen, das hat sich jetzt erledigt. Dampfen ist vorbei, Rauchen ist in. Moment, ich habe hier eine Zigarette, wie ihr seht, eine Fluppe und Stratosphäre-Streichhölzer. Und ich werde mir jetzt eine Zigarette anstecken. Weil heute Dampfergrillen ist, scheiß auf die Dampfer, hochleben die Raucher. Ich werde das mal irgendwie versuchen hinzukriegen. Ich lege euch mal hier zur Seite. Moment. Ich stecke mir jetzt eine Zigarette an. Habe ich mir geliehen von Mercy. Machen wir das. Habe ich hier Müll, wo ich das reinschmeißen kann? Jetzt kann ich da den Fächer reinschmeißen. So. Ich habe ewig keine Zigarette mehr geraucht. Aber das mache ich hier mit. Boah, stinkt das. Moment. Ja. Ja, Dampfergrillen mit Perle, wo eine Zigarette raucht. Ich habe jahrelang keine Zigarette mehr geraucht. Da kommt gar kein Rauch raus. Ja, schmeckt nach Zigarette, ne? Dampfergrill mit Perle. Übrigens, da hinten knacken sie gerade ein Auto. Harte Gegend. Oh, Alter. Ja, die guten alten Fluppen. Hat Mercy mir eine Zigarette gegeben. Da sage ich, Mercy, du musst mir mal eine Fluppe leihen. Die wollte ja aufhören, am Anfang des Jahres zu rauchen. Die raucht aber immer noch. Und ist aber im Jammern, dass es das so teuer ist. Raushaschen hier ist ja widerlich. Also, ja. Ein geniales Dampfergrillen mit Flugzeugen, die mir hier über die Birne fliegen. Ja, weil der Airport hier hinten ist. Heute ist der 20. Mai. Also, ihr könnt euch schon mal an diese Geschichten wieder gewöhnen, wenn ihr da nicht aufhören wollt. Das mit dem Dampfen ist vorbei, das ist ganz gut so. Weil viele werden nicht zur Zigarette zurückkehren und das Dampfen beenden, so wie der Perle. Den großen Unterschied macht es nicht aus, dass es natürlich nicht nach Früchten schmeckt. Ne? Meine Wäsche, die orgelt da gerade. Deswegen habe ich ein bisschen Zeit für euch, um so ein kleines Dampfergrill reinzuschmeißen. Perle raucht, geil, ne? Übrigens, Rauchen im Stratosphäre war vorhin ein Sondereinsatzkommando mit Drogenspürhunden. Da hat sich irgendjemand eine Pipe reingezogen. Und da, ich weiß nicht, was er da, ob er da Crack geraucht hat an den Automaten oder Haschisch. Keine Ahnung. Jedenfalls war da so ein Sonderkommando in Gange. So Bullen mit so einem T-Shirt, wo hinten drauf stand, dass die irgendwie CSI-mäßig, CSI-Droge oder sowas stand da drauf. Also irgendwie so CGA sowieso Unit. Der nächste Flieger. So, ich beende das mal. Machen wir das. Moment mal. Schmeiße ich jetzt hier einfach mal einen Becher rein. Also, weiß ich nicht, mit dem Rauchen habe ich das nicht. Ist nix. Ist nix für mich. Aber einmal zieh ich noch. Nee, kann ich nichts mit anfangen. Tut mir leid, meine lieben Freunde. Ja, Dampfergrillen. Läuft die noch? Ja, Dampfergrillen. Dampfergrillen mit Perle am Rauchen. Geil, ne? Ja. Vielen Dank an dieser Stelle an Mercy, die Spenderin der Zigarette. Aber ich habe sie nicht ganz geraucht, weil mit dem Rauchen habe ich das nicht mehr so. Ich wollte nur noch mal das Feeling haben, wie ist es, wenn man eine raucht. Also dem kann ich auch nichts weiter abgewinnen. Das ist meine Dampfe, die habe ich hier. Hier ist natürlich meine Dampfmaschine. Ja, darf ich natürlich nicht sagen, was es für eine Dampfmaschine ist. Ich muss auch das
Logo abdecken und meine Dampfmaschine halt. Das darf ich ja noch zeigen, ne? Wie hier dampft. Ne? Ich heiße das ja nicht für gut. Dieses wird ein TPT-2-konformes Video. Mein Verbrauch liegt jetzt, ich bin ja schon eine Weile hier, mein Verbrauch liegt jetzt bei 12 Milliliter E-Liquid. Also ich habe fast nicht gedampft hier, ne? Also nur ganz wenig. Und wenn hier nur in Vegas oder im Zimmer mal ein paar Züge und dann ist gut. Also meine Reduktionsschiene, die ist jetzt schon wirklich ganz extrem. Also wenn der jetzt kaputt geht, interessiert mich nicht. Ne? Schmeiße ich das Ding in die Tonne, dann höre ich komplett auf. Ne? Also ich könnte jetzt komplett aufhören, glaube ich. Ja, nehmt euch da mal ein Beispiel dran, meine lieben Freunde. Ich mach mal wieder zu. Und ich hoffe, das hört jetzt irgendwann auf zu piepen. Ja. Ich lasse hier mal ein bisschen Luft rein. Ein bisschen leiser. So. Also, das berühmte letzte Dampfergrillen hier in Las Vegas vor Olgas Beauty Salon und vom 24-Stunden Cleaners und Coin Laundry. Das ist eine Ranzbude. Eieiei. Und ich glaube, die sind mit dem Knacken des Autos immer noch nicht vorangekommen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Wo war das hier? Dann seht ihr das. Das sind so 8 Frängels, sind da in Gange und versuchen gerade das Auto aufzumachen mit einem Stück Draht. Ja, ich nehme an, der hat sich ausgesperrt und nun versuchen sie da reinzukommen oder sie sagen sich, scheißegal, wir knacken einfach mal öffentlich ein Auto. Nein, nein, also der hat sich wahrscheinlich nur ausgesperrt und gut ist, ne? Ja, die Dampfergemeinde weltweit, also die Community, ist natürlich in heller Aufregung. Ich weiß gar nicht warum, wegen der TPD2. Ich weiß gar nicht warum. Die einzigen, die wirklich in Aufregung sind, also sind die End-User, sind es ja nicht. So viele Dampfer gibt es in Deutschland nicht. Also wir haben es ja an der Petition gesehen. Das gibt vielleicht 50.000 Dampfer und der Rest ist Käse, Kinderkack. Ne? Ich weiß nicht, wie die Leute auf 2 Millionen Dampfer kommen. Und da gab es ja nun auch jetzt diesen komischen Film, One Billion Lives. Die Dampfer ziehen sich ja an jedem Strohhalm hoch. Also die tun gerade so, als wenn deren Industrie besser ist als die Tabakindustrie. Ich würde fast behaupten, die sind sogar noch schlimmer drauf. Ne? Man sieht es an den Dampftubern, die sich jetzt in den letzten Tagen geoutet haben bei YouTube. Wie wird es nach dem 20.05. für die bei YouTube weitergehen? Die haben sich einen Anwalt gemietet hier. So die üblichen Verdächtigen hier von Olgas Beauty Salon, der Bruder. Diese Team-Heinis, ne? Und ja, diese ganzen anderen Fregels, ne? Also die Oberheinis. Bei denen dreht sich das natürlich darum, nicht der Gemeinschaft der Dampfer etwas Gutes zu tun, sondern ihrem Geldbeutel etwas Gutes zu tun. Und sie behaupten ja und sie. Ey, geh nicht an meine Wäsche. Sie behaupten ja und sie sagen ja gebetsmühlenartig, dass sie ja mit ihrer Monetarisierung und auch sonst nichts verdienen und dass sie ihr Hobby-Sucht quasi damit gar nicht finanzieren können. Die Wahrheit sieht natürlich ein bisschen anders aus. Woher weiß ich das? Jetzt mal. Also mit YouTube könnt ihr richtig Kohle verdienen und mit YouTube kann man richtig Asche machen, ne? Komme ich gleich noch zu so einem anderen Thema. Kann man richtig Kohle machen. So. Die sagen natürlich, das ist nicht so. Ja, sie dürfen natürlich auch über ihre Einnahmen bei der Monetarisierung nicht direkt sprechen. Sie reden da von Centbeträgen. Das sind schon wirklich signifikante Beträge. Also über eine Monetarisierung, die einige von diesen Fregels, die da ihre Konferenzschaltung gemacht haben und ihre Statement an die Gemeinde weltweit, zumindest in Deutschland, rausgehauen haben, die behaupten, es bringt alles nichts. Ja, okay, man könnte, der Friseur Heini von, also der Bruder von Olga, der meinte, Porsche könnte man sich davon nicht kaufen. Ja, okay, aber man muss ja auch nicht für 100.000 Euro einen Porsche kaufen, wenn es auch für 60.000 Mercedes tut. Also, da wird richtig Kohle abkassiert. Ne? Und die Kohle wird nicht nur über die Monetarisierung abkassiert, das wird ja wahrscheinlich gar nicht so viel sein, ein paar tausend Euro pro Jahr oder so. Also, da kann man nicht von leben. Ne? Aber es sind ja nun auch noch die Geräte, die dazukommen und die Provision. Ne? Die sind ja nicht blöd, die Burschen. Das läuft ja alles über Provisionsbasis. Ne? Das heißt also, die kriegen eine Kommission von jedem verkauften Gerät, was sie da empfehlen. Ne? Und das ist nun natürlich vorbei und das finde ich natürlich extrem geil und dem brennt natürlich die Mütze, ne? Weil dadurch geht natürlich, also es ist natürlich jedes Jahr, ich will jetzt keine Summen nennen, aber ich nehme an, fünfstellig wird es wohl sein und das tut natürlich weh, eine fünfstellige Summe nicht mehr zu haben und dem brennt natürlich jetzt ordentlich der Deckel, ne? Sie wollen natürlich jetzt weitermachen irgendwie und
das Ganze TPD-konform. Also die kriegen so den Latz voll und den Arsch voll. Das wird ein Spaß, das zu beobachten. Ich finde das natürlich geil, ne? Weil das Problem ist, diese Typen, die wettern natürlich gegen die Tabakindustrie und unternehmen alles, um das Dampfen schön zu reden. Dabei ist das Dampfen im Grunde genommen eine genauso verkommene Industrie, wenn nicht sogar noch verkommener und schlimmer als die regulierte und überwachte Tabakindustrie. Also die Sachen werden ja überwacht. Und bei den Liquids wird ja gar nichts gemacht. Da wird nichts überwacht. Jeder puncht da rum. Jeder Hersteller kann da rumpunchen, wie er will. Konnte bisher rumpunchen, wie er will. Und damit ist vorbei. Ne? Und also die Goldgräberzeiten für einige wenige Dampftuber und auch Hersteller, das ist jetzt endgültig Geschichte. Und das ist auch ganz gut so. Und das Dampfen muss verschwinden. Genauso wie natürlich, wie auch die Zigaretten verschwinden müssen. Aber die Zigaretten, hier in den USA ist es so, da kostet eine Schachtel über $10. In New York kostet eine Schachtel $13. Das ist so teuer geworden, dass ganz, ganz viele Leute hier aufgehört haben. Und in Deutschland ist es genau das Gleiche. Also die immer mehr Leute verabschieden sich von den Zigaretten und sind zum Glück so clever, dass sie sagen, ich muss mal die Uhr ein bisschen im Auge behalten, dass sie, weil ich muss nachher meine Sachen in Dreier reinschmeißen, dass sie sagen, pass mal auf, ich höre mit dem ganzen Scheiß auf, weil ich tue mir dann nichts Gutes. Auch diese Freckel-Heinis, diese Star-YouTuber in der Dampfer-Szene, zumindest halten sie sich dafür. Das sind einfache Luschen, die Leute über den Tisch ziehen und verarschen. Die verarschen die Leute seit Jahren und die Leute gehen denen natürlich auf den Leim. Und was auf den Leim, wie einfach Leute anderen Leuten auf den Leim geht, sieht man ja. Ich möchte als Beispiel nur mal diese Volker-Geschichte, Volker Bellendorf, ihr kennt ihn ja alle, also von mir sehr geschätzter YouTube-Kollege. Also er ist manchmal meiner Meinung nach ein bisschen zu heftig und zu arg und verscherzt sich das mit zu vielen Leuten. Aber das ist wohl seine Art und da steht er drauf und ihm ist das wohl auch kackegal. Provoziert gerne, das mache ich natürlich auch. Und manchmal schlägt er da so ein bisschen über die Stränge, man muss es nicht übertreiben, aber das muss er selber wissen. Ich finde seine Videos manchmal ganz unterhaltsam. Ich kann mir dann Grinsen nicht verkneifen und im Grunde genommen haut er den Leuten einen an Latz, die es auch verdient haben. Weil es sind Dampfer, ne? Und jeden Dampfer und Dampftuber, dem müsste man einen an Latz hauen, weil das einfach gierige Leute sind, die über Leichen gehen. Das sind einfach Leute, die gehen über Leichen. Das interessiert ihn Scheißdreck, ob die Leute krepieren am Dampfen und denen ist einfach nur ihr Geldbeutel am wichtigsten. Sie tun natürlich so, sie leisten einen Dienst ihrem eigenen Geldbeutel gegenüber. Das ist der springende Punkt. Aber das sagt man natürlich dem Zuschauer nicht so gerne. Und es wird bei YouTube richtig Geld verdienen. Und es ist auch kein Problem, richtig Kohle zu verdienen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja, Leute. Volker Bellendorf, genau, da war ich jetzt stehen geblieben. Das war jetzt ein ganz prima Beispiel, wie die Gemeinschaft funktioniert. Also, da gibt es ja nun den Volker. Dann gibt es den Rollator-Rolli, nenne ich den mal. Den Rollator-Rolli, der mag den Volker nicht. Der hat sich zur Lebensaufgabe, bis er stirbt, was ja nicht mehr lange dauert. Er ist schon ein bisschen älter, ist Rentner, hat Langeweile und sein Hobby ist auch so Leute stalken scheinbar. Und der hat jetzt quasi so ein, wohl schon seit ein paar Jahren, so eine Kampagnen-Webseite gegen Volker im Internet, wo er denn so Sachen, also wie seine Videos klaut und so Sachen verdreht und irgendwelchen Unsinn postet. Und jetzt hat er natürlich, also ziemlich unerfolgreich. Und jetzt in letzter Zeit hat er natürlich gemerkt, warte mal, die Dampfer, die sind so hohl. Ich weiß nicht, dieser Rollator-Rolli dampft wahrscheinlich selbst und hat sich auch das Gehirn schon, also es war wahrscheinlich schon kaputt und jetzt ist es komplett kaputt. Aber er hat für sich entdeckt, Moment, die Dampfer, das sind alles Radikale und Geisteskranke. Das kann ich doch für meinen Vernichtungsfeldzug gegen Volker ausnutzen. Und der sammelt jetzt diese ganzen unzufriedenen und kranken Dampfer ein und bringt die natürlich auf Kurs. Ne? Also lässt diese Dampfer die Drecksarbeit machen, die ihr selbst nicht hinkriegt. Ne? Oder nur so grenzwertig. Ne? Also ich finde das fantastisch. Und schönen Gruß, ich nenne jetzt mal ein paar von diesen Heinis, die er da schon rekrutiert hat, seine Armee des Grauens oder seine Armee der Finsternis. Das sind so Sachen wie Bello-Satire, ein Dennis ist dabei, ein Haki ist dabei, ein Markus C. ist dabei, ein Porno-Folger, ein Vielfilmer, ein Yoshi, ein DR, ich sage jetzt nicht den Nachnamen, ein Dampfdackel, ein Arno ist dabei, ein André oder sowas, keine Ahnung, André, ein Holger und so weiter und so weiter. Also er hat da schon so ein dreckiges Dutzend Idioten rekrutiert, die gegen Volker schießen. Also
LST-Schmutzarbeit von anderen machen, von dummen Leuten. Wie geil ist das denn? Ich meine, das ist schon wieder clever, andere Leute zu verheizen, ne? Und die Schmutzarbeit durchführen zu lassen. Also, so funktionieren Dampfer. Dieser Rollator-Rolli ist wohl auch ein Dampfer. Und er hat nun erkannt, weil Volker ja nun auch ein Dampfer ist, dass man da einen Kriegsvernichtungsfeldzug führen könnte gegen Volker. Und so geht das wohl immer hin und her. Ne? Und also ganz, ganz mysteriöse Sachen laufen aber den Dampfer an. Die haben alle ein, also gehörig einander Waffeln. Ne? Also wenn man sich das teilweise durchliest, das ist nicht nur die Armee der Finsternis, das ist die Armee. Also das könnten alles Brüder von Forrest Gump sein, die da schreiben und agieren im Internet. Und oftmals auch, fast keiner schreibt da mit Realnamen oder ist da mit Realnamen unterwegs, einer ja. Und das sind alles Idioten, das sind alles Idioten. Und diese ganzen, selbst die Promi-Dampfer haben sich da schon bei denen ausgeweint. Ne? Also da kann man mal sehen, wie diese ganzen Typen ticken. Ne? Da geht einer, schießt ein bisschen quer und sagt relativ hart seine persönliche Meinung. Ich mach's ja genauso, bloß eben nicht ganz so heftig. Ne? Und es zeigt mal wieder, also die meisten normalen Dampfer, die dampfen, es ist ja in Ordnung. Aber die beschäftigen sich rund um die Uhr nur damit, Leute niederzumachen. Noch nicht mal in einer unbedingt intelligenten Art und Weise, Leute niederzumachen. Und Entertainment ist das schon mal gar nicht. Leute niederzumachen und kranke Menschen, also süchtige Menschen, für ihre niederen Zwecke zu missbrauchen. Anders kann man es nicht sagen. Ne? Also ich finde das ganz, ganz schrecklich. Aber die Leute haben ja auch ein bisschen Selbstschuld. Also wenn sie nun hochgradig doof sind und sich von irgendwelchen Unbekannten spannen lassen für irgendeine Kampagne, die absolut hirn- und sinnlos ist, bitte, sollen sie machen. Aber es zeigt mir natürlich wieder, wo die bösen Dampfer stecken. Und das sind nämlich dieses dreckige Dutzend. Das sind die wirklich dummen Dampfer, die es in Deutschland gibt. Zum Glück gibt es nicht viele. Ich weiß es ja auch aus meinem Channel. Die ganzen Hohlköppe, die sind ja wahrscheinlich jetzt alle abgewandert zu irgendwelchen anderen Dampftubern. Ich mache ja keine Dampfer-Videos mehr. Also zumindest keine öffentlichen bei YouTube mehr. Natürlich mache ich noch weiterhin Dampf-Videos, aber auch Beute. Aber das ist wirklich nur für den privaten Kreis sozusagen, für meine Freunde, die ich persönlich kenne. Und damit die sich einpissen können und ich auch ein bisschen Spaß habe. Aber ihr müsst aufhören. Es gibt für euch keine andere Alternative. Ihr müsst aufhören mit dem Dampfen. Weil das Problem ist, Dampfen kostet so viel Zeit. Ihr guckt viele YouTube-Videos, das ist Zeitverschwendung. Ihr guckt Hangouts, mega Zeitverschwendung. Ihr beschäftigt euch mit dem Dampfen. Also ein Großteil eurer Zeit beschäftigt ihr euch mit eurer Sucht. Und wenn das soweit ist, also bei Dampfen ist es ja noch extremer als bei den Zigarettenrauchen. Bei Zigarettenrauchen drückst du die Zigarette aus und bist durch mit dem Thema. Und irgendwann steckst du wieder eine an und drückst sie aus und bist durch mit dem Thema. Beim Dampfen ist es so, du gibst erstmal ein Schweinegeld aus, dann und so viel Geld, dass du dir überlegen musst, wie komme ich noch mehr Geld, um weiteren Unsinn zu finanzieren. Und das Schlimmste ist eben, den ganzen Tag oder ein Großteil der Freizeit verplempert ein Dampfer damit, seine Suchtbefriedigung zu zelebrieren in irgendeiner Art und Weise. Und das nennen diese Hirnis, nennen das dann, also ich kann es nicht anders sagen, diese dampfenden Hirnis, die nennen das dann Hobby. Dampfen ist kein Hobby, Dampfen ist eine Sucht. Das ist ganz einfach. Dampfen ist eine ganz, ganz harte und ganz schreckliche Sucht, die ich noch über dem Zigarettenrauchen ansiedeln würde, vom Suchtfaktor und von, weil es sind verschiedene Süchte, die da eine Kombination spielen, eine große Rolle spielen. Und dieser Suchtcocktail, der mit dem Dampfen einhergeht, ist sowas von desolat und destruktiv. Ich erinnere nur an Rollator-Rolli und seine komische Armee der Finsternis, die ich eben gerade genannt hatte. Also da sieht man schon, das sind Opfer, die das Dampfen gefordert hat. Und bei den anderen ist es eben so, bei den großen Dampftubern ist es eben so, die sind natürlich auch Opfer ihres Dampfens und ihrer Gier. Also letztendlich dreht es sich darum, sie haben relativ schnell erkannt, dass man den Süchtigen das Geld aus der Tasche ziehen kann und mit relativ wenig Arbeit, sag ich mal. Ne? Also man produziert ein paar Videos und
man monetarisiert seinen Channel, man schließt Verträge ab mit Netzwerken, man schließt Verträge ab mit Händlern auf Provisionsbasis. Da wird natürlich nicht drüber gesprochen, meine lieben Freunde, aber das ist so. Und schon kleckern die ich hätte was gesagt, US-Dollar-Scheine in die Kasse, die Euros, und das sind Beträge, Leute, da könnt ihr euch, also das glaubt ihr nicht, was da für Summen über den Tisch gehen und was da für Summen realisiert werden. Deswegen sind die Burschen ja auch so in so einer hellen Aufregung, weil ihnen könnte das ja im Prinzip am Arsch vorbeigehen. Aber ihre Mission, so wie sie es genannt haben, ihre Mission ist natürlich der Gemeinschaft, der Dampfer, was Gutes zu tun. Nein, die Mission, die sie haben, ist ihrem Portemonnaie was Gutes zu tun und möglichst schnell und möglichst effektiv viel Geld zusammenzuscharen auf dem Rücken eines jeden Dampfers. Ne? Also die zocken die Dampfer ab. Ne? Das ist einfach, ist eine Tatsache. Ne? Aber die dürfen natürlich nicht drüber sprechen und sie würden auch nicht drüber sprechen, weil dann würden sie sich ja unglaubwürdig machen. Aber glaub mir, da geht richtig Kohle über den Tisch. Ne? Ja, was ist jetzt das Nächste? Ich beende das Video jetzt erstmal. Ich muss mal reingehen. Ich glaube, meine Wäsche müsste gleich fertig sein. Die ist sogar schon fertig. Ich bin gleich wieder da. Tschüss. Mein Dreier läuft. Alles gut, hab umgeladen. Trockne gerade meine Tiger-Tangas, Socken und T-Shirts. Außer die empfindlichen Sachen, die habe ich hinten im Auto liegen. Die sind auch irgendwie zucki trocken. Ja, das Wetter hier in Las Vegas, nochmal so nebenbei. Also ein bisschen scheißig, ne? Schlecht geworden. Und kalt. Boah, wir haben hier nur 66 Grad Fahrenheit. Ich weiß nicht, irgendwie um die 20 Grad. Boah, richtig freschig geworden hier. Zum Dampfergrillen sozusagen. Also Dampfergrillen ohne gut Wetter. Also der Himmel weint sozusagen wegen der TPD2. Ja, zurück zur TPD2. Also was Besseres hätte uns ja gar nicht passieren können, als dass das endlich mal umgesetzt wird. Dass den Verbrechern, in Anführungszeichen Verbrechern und Abzockern, das Handwerk gelegt wird. Dass die nicht so weitermachen können, wie sie bisher agiert haben. Und das war ja ein sehr, sehr lukratives Geschäft, was sie da die Dampftuber betrieben haben, die großen Dampftuber, die sich natürlich als Menschenretter und Freunde aller Dampfer deklarieren, was sie natürlich nicht sind. Na klar, sie müssen zwangsläufig Freunde aller Dampfer sein und sich gut stellen mit den Dampfern, weil das ist ja auch ihre Einnahmequelle letztendlich. Und das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Damit ist wohl jetzt bald vorbei, nehme ich mal an. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Also das Dampfen, denke ich mal, wird absterben. Also wird sterben. Es wird sicherlich die Schwerstsüchtigen, die werden natürlich weiter süchtig bleiben. Und aber mit den Leuten wird man keinen Blumentopfen mehr gewinnen können, weil es waren ja die uninformierten Dampfer, die solchen Ferengis quasi auf den Leim gegangen sind. Ich nenne sie einfach noch Ferengis, weil das sind einfach Kapitalisten. Ne? Das sind einfach harte Kapitalisten, die die Dampfer da nicht über den Tisch gezogen haben und verarscht haben. Ne? Wenn man jemanden verarscht, muss man ihm das ja nicht unbedingt sagen. Insbesondere, wenn man sein Geld will. Ne? So, Prost, ein bisschen Wasser. Ein bisschen amerikanisches Arrowhead-Wasser. Ja, der Arrowhead hat die Dampfer also richtig im Popo getroffen. Gute Geschichte. Was kann man nun also tun? Oder wie kann man sich nun verhalten, um das Problem in den Griff zu bekommen? Also das Problem Zigarette. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe eine Zigarette geraucht. Und als Raucher geht man ja zum Dampfen, um in erster Linie erstmal Geld zu sparen. Und das Ende vom Lied ist, man spart gar kein Geld. Man zahlt das, was man gesundheitlich profitiert, bezahlt man also teuer, teuer, teuer. Also Dampfen ist viel teurer als Zigarettenrauchen jemals sein kann. Zu diesem Preis, den man da bezahlen muss, zähle ich natürlich auch die Freizeit, die ja quasi unbezahlbar ist. Also als Zigarettenraucher beschäftigt man sich, man zündet die Zigarette an, drückt sie nachher aus und dann ist die Sache erledigt. Als Dampfer guckt man Hangouts, man guckt viel Videoschrott, man lässt sich von Leuten verarschen, manipulieren und gibt dann nachher ein Schweinegeld für Unsinn aus. Und das gilt sowohl für die Hardware als auch für die Software. Damit ist es nun vorbei und das ist eine gute Geschichte. Was kann man nun tun? Jetzt hat man eine gute Chance, oder alle zukünftigen Raucher
werden eine gute Chance haben, vom Rauchen wegzukommen, ohne diesen Umweg beim Dampfen kleben zu bleiben, der meiner Meinung nach schlimmer ist, also auch was die Finanzen angeht. Wer jetzt dampft, sollte sich wirklich da mal Gedanken machen, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, so wie ich das jetzt zum Beispiel mache, aber jeder muss da seinen eigenen Weg gehen. Man kann ja von heute auf morgen aufhören und ich schaffe das nicht, dafür rauche ich schon zu lange, diese Reduktionsschiene zu fahren. Also ich dampfe hier 3 Milligramm Nikotin nach wie vor und in jetzt, wie lange bin ich jetzt hier? Muss mal rechnen. 2 Wochen schon, ne? Ja, ich bin jetzt 2 Wochen hier in den USA. Ja, 2 Wochen, 14 Tage. Und in 14 Tagen habe ich glaube, 12 Milligramm Nikotin verbraucht. Also unter, also 0,8 Milliliter pro Tag wären das. Es gab einige Tage, da habe ich gar nicht gedampft. Also ich befinde mich sozusagen, denke ich mal, auf der Zielgeraden. 2016 wird wahrscheinlich das Jahr werden, wo ich das komplett quitten werde. Und wenn der hier kaputt gehen sollte, ich habe keine Reserve mit. Wenn der hier kaputt gehen sollte, aus irgendwelchen Gründen, irgendwas bricht ab, irgendein Knopf geht kaputt, Tonne, egal, scheißegal, brauche ich nicht, ne? Zumindest bilde ich mir das ein. Ich könnte ihn natürlich auch in die Tonne schmeißen, jetzt so funktionsfähig. Aber okay. Hin und wieder, dann ziehe ich da, nuckel ich da doch mal dran. Gerade hier in Las Vegas, ne? Hier wird ja nun doch an jeder Ecke oder an vielen Ecken hier gequarzt, ne? Und im Casino dampfe ich dann schon mal, ne? Aber es ist wirklich nicht viel. Also ich befinde mich da auf einem ganz, ganz, ganz erfolgreichen und guten Weg. Und der Weg ist für mich gangbar. Ich weiß nicht, ob das für andere Leute auch eine Möglichkeit ist, genauso vorzugehen, aber sucht euch da euren Weg aus. Wichtig ist nur, benutzt das Dampfen nicht als Ersatzdroge zur Droge, jetzt übertreibe ich ein bisschen, zur Droge der Zigarette, weil damit tut ihr euch keinen Gefallen. Ne? Absolut nicht. Im Gegenteil, ihr werdet von allen Seiten gefickt. Ne? Ich muss es so klar sagen. Ne? Und ihr werdet instrumentalisiert. Rollator-Rolli. Zum Beispiel mit seiner Armee der Finsternis und so. Aber ich meine, diese Typen, die haben es auch hinter sich. Das sind einfach nur Idioten. Und der rekrutiert Idioten, die schickt er vor und hofft, dass diese Idioten in seinem Sinne da richtig Alarm machen und Stress verbreiten. Also eine in gezielten Aktionen sozusagen gegen verschiedene Leute. Also der hat ja schon geschossen gegen Smokewolke, Diane, der hat also gegen alle schießt er, die sich in irgendeiner Art und Weise da irgendwo betätigen. Ne? Also, keine Ahnung. Ich finde diesen Typen gruselig. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der mir die Tür hier in den Kotflügel rammt. So dicht wie der hier reingerutscht ist. Mal gucken hier. Dann bleibt erstmal sitzen. Okay. Oder schickt seine Olle raus. Na, jedenfalls. Da kann man mal wieder sehen, wie Dampfer so ticken, wie die drauf sind. Es gibt die einen, die destruktiven. Na, jetzt geht die Tür auf, ich bin mal gespannt. Es gibt die destruktiven Dampfer, die andere Dampfer rekrutieren, um irgendwelche Kriegsfeldzüge zu führen. Dann gibt es die erfolgreichen, also das ist ja total unerfolgreich, was der Typ da macht. Das ist einfach nur idiotisch. Aber er ist Rentner und er braucht ein, ja, er braucht halt Aufgaben, nehme ich mal an, in seinem restlichen Leben, was ja nicht mehr ganz so lange ist, ne? Weil der ist ja schon so ein bisschen älter und er traut sich auch nicht vor die Kamera an. Das wird ganz gute Gründe haben. Er hat einmal in einem seiner komischen Manipulationsvideos, wo er es alles so hinschneidet, dass er es gut kommentieren kann. Also man kann ja Sachen immer prima verdrehen. Nein, ich verrate da nichts. Ich habe ja auch schon eine Pressestelle eingerichtet, wo ich den Typen aufs Korn nehme. Aber das muss nicht jeder wissen. Na, wenn der das sehen würde, jeder würde durchdrehen. Aber ich glaube, ich werde da noch eine Pressestelle, noch eine Perle Pressestelle, werde ich da Rollator Rolf dann nochmal ehren. Fregel-Award-mäßig. Apropos Fregel-Award. Also diese ganzen Typen, die er da rekrutiert hat, die haben ja nun alle eindeutig, ganz klar, den Mega-Fregel-Award von Perle. Also ich lese nochmal vor, Bello-Satire. Dennis Haki, Markus C., Porno-Volker, Vielfilmer, Yoshi. Das sind nur einige, ne? D-Richter, Dampfdackel, Arno, André L. und Holger. Die haben alle den Perle-Award, also ruhmreich erworben, weil die einfach nur unterbelichtet sind. Es ist so. Also das sind einfach nur dumme Menschen, die sich gefunden haben. Das finde ich gut.
dann treiben die, also dann können die im Internet, also wenn sie damit ihre Zeit verschwenden, ist das ja okay, dann können sie woanders nicht destruktiv agieren und dann fehlt ihnen einfach die Zeit. Eine andere Geschichte, ich habe noch einen zweiten Frickelwort, das hat nichts mit Dampfen direkt zu tun, und zwar gibt es bei Facebook, ich bin ja bei Facebook, aber da mache ich ja nicht unbedingt ganz so viel. Also bei Facebook erteile ich hiermit auch, ich bin da in der Gruppe Bled Quadcopter, also das ist wieder so eine Gruppe Kleingeistiger, sag ich einfach mal so, kleingeistiger Spinner, die einfach mit, die eine Art, also die haben ja, wie nennt Volker das immer? Adminösen. Ja, genau, Adminösen. Die haben ja eine Adminöse. Also die haben ganz viele Adminösen. Und ja, in der Regel sind es ältere Herrschaften, die noch einmal in ihrem Leben wichtig sein wollen. Wenn es dann nur bei Facebook ist, okay, wenn es denen hilft, ist das ja auch in Ordnung. Und dann gibt es natürlich noch die jungen Bengel sozusagen, die einmal so ein bisschen am Erfolg und an der Macht riechen wollen. Und einer dieser Typen ist Sascha H., nenne ich ihn mal. Bled Quadcopter, deutschsprachige Gruppe. Da bin ich Mitglied, das ist eine geschlossene Gruppe. Ganz gut, dass es geschlossen ist, das ist ja wie so eine geschlossene Anstalt. Also, da treiben sich echt die Herdes rum. Da war mal in Österreich, also mir ist das aufgefallen, dass da also massiv Werbung gemacht wird. Ne? Ich mache ja mit meinen Videos quasi, also wenn ich so Sachen vorstelle, sage ich auch, wo ich sie her habe. Und dann kann da jeder frei gucken und sowas. Ne? Jedenfalls wurde da massiv Werbung gemacht. Und damals war noch eine Adminöse dabei, ein österreichischer Quadcopter, ziemlich bekannter Typ. Ich weiß bloß den Namen jetzt nicht, der im Rollstuhl sitzt. Der ist ein bisschen behindert, aber so mit dem Quadcopter, das ist so sein Hobby. Finde ich auch gut so. Und der war da damals auch mal Adminöse. Ne? Und da habe ich mal drauf angesprochen, und sage ich, ist das eigentlich in Ordnung, dass man hier die ganzen Kommerzlinks hier, also die haben da ja, also diese Quadcopter-Blade-Gruppe, die besteht ja eigentlich nur aus Kommerz. Ne? Und ist das eigentlich in Ordnung, dass man hier so kommerzielle Links postet und hin und her und auch mit nicht nur kommerzielle Links, sondern insbesondere Links mit Kommissionsbezug. Und da hat er geschrieben, ja, kann man machen. Ist überhaupt kein Problem. Dann dachte ich mir, okay, alles klar, wenn der das kann, kann ich das auch. Ne? Und dann immer, wenn noch mal eine Frage kam, welches Gimbal kann man empfehlen? Ich habe ja schon mehrere Gimbal getestet. Sag ich jetzt zum Beispiel das Dreiecks-Gimbal, das kann man empfehlen. So, dann verlinke ich dann auf das Video oder ich hau dann direkt Link runter. So. Und diesen Sascha H., dem passte das nicht, dass genau das, was vorher erlaubt war, hat er jetzt für verboten erklärt. Nur so, weil er einfach die Adminöse ist, ne? Und der totale Schnellmerker. Also ein ganz schlimmer Typ. Und da habe ich gesagt, warte mal, also da hat er Sachen von mir gelöscht. Und dann denke ich, ey Leute, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Hier habe ich um meine Löschung gebeten. Weil auf so einen Piss habe ich keinen Bock. Ne? Also da löscht er da einfach Sachen raus, weil die ihm einfach so einfach nicht in den Kram passen. Aber ich habe ihn noch geschrieben bei Facebook, dass er von mir den Freckle Award in meinem Video erhalten wird. Und Sascha H., du hast dir, ich kann es ja mal einblenden, ich verfremde das natürlich ein bisschen, er hat mir nämlich gedroht, wenn ich das tun würde, denn würde das Konsequenzen haben. Ja, bitte, soll er doch, mir doch scheißegal. Also Sascha H. hat wegen, ich möchte nicht sagen, aber wegen nach Gutsherrenart regieren, sozusagen, bekommt er, weil der einfach sich seine Gesetze und seine Welt zusammenbaut, so wie es ihm gerade so gefällt. Alle anderen dürfen was, aber einige dürfen gar nichts. Und alles klar, macht nichts. Er ist wahrscheinlich auch ein bisschen neidisch auf meine ganzen 7300 Abonnenten. Ich weiß nicht, ob er auch einen YouTube-Channel hat. Wahrscheinlich hat er einen, vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht mit 10 Abonnenten oder einen Abonnenten hat er sich selbst abonniert. Ich weiß es nicht. Also es gibt so Leute, das sind so, die werden zu Beißern, wenn sie wenn andere mit dem, was sie machen, Erfolg haben. Und das habe ich ja in meinem kleinen Universum. Ne? Also Sascha H. hat hiermit den Freckle Award aus der geschlossenen Blade-Gruppe Quadcopter Deutsch bei Facebook. Also Facebook ist echt ein Pissladen. Und da treiben sich nur Bekloppte rum. Und es sind auch viele Dampfer. Ne? Jetzt schließt sich der Kreis wieder. Die ganzen Dampfer treiben sich auch bei Facebook rum. Das ist das Allerletzte. Das ist auch eine pure Verkaufsveranstaltung, wo da geküngelt wird ohne Ende. Und was das Küngeln angeht, habe ich ja nun erlebt, wie dieser Sascha H. tickt. Ne? Also ein verdienter Freckel. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ein verdienter Freckel Award für den Sascha. Ja, er kann natürlich jetzt alles auffahren, was er meint, auffahren zu müssen, interessiert mich nicht. Ich lasse mich nicht, also Sachen, die scheiße sind, die werde ich auch publizieren. Es ist ja zwar eine geschlossene Gruppe, aber deswegen kann ich sie ja trotzdem scheiße finden. Also diese Bled-Quadcopter-Gruppe, die ist schon sehr unerfolgreich und die Leute schütteln da schon den Kopf. Und diese Adminösen, die haben natürlich einen großen
Ja, also die sind ja quasi dafür verantwortlich, dass es da so scheiße läuft. Ne? Normalerweise müsste ich eine eigene Blindgruppe machen, aber ich kann mich nicht um alles kümmern, ich kann die ganze Welt nicht retten. Apropos Gruppen machen und nicht machen, die Dampfergruppe bei mir in meinem Forum, die ist abgestellt, die gibt's nicht mehr. Da habe ich nur den Bereich Dampfausstieg, ja, wie man vom Dampfen wegkommen kann, wie man Nichtraucher wird, also die von den einzelnen Unterbereichen, diesen Bereich habe ich noch offen gelassen, weil ich finde, das macht auch Sinn, insbesondere nach der TBD2. Alles andere habe ich entfernt, genauso bei YouTube, meine ganzen Dampfervideos, alle entfernt. Ist mir scheißegal, brauche ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht und ich will auch nicht die Leute verarschen. Sicherlich die Sachen, die ich mir da gekauft habe, vorgestellt habe, die sind alle in Ordnung, aber fang gar nicht erst mit dem Mist an. Ne? Also wenn ihr Raucher seid, hört auf mit dem Rauchen. Also irgendwie macht das nicht über Dampfen. Ne? Und wenn versuchte, kauft euch so eine kleine TBD-konforme Dampfmaschine und versucht damit möglichst schnell den Ausstieg aus dem Rauchen zu finden und nicht den Einstieg in das Dampfen. Das kann es nicht sein, dass man mit dem Rauchen aufhören will und ergibt sich eine neue Sucht, ne, die noch schlimmer ist. Ne? Also hiermit beende ich mal dieses Dampfergrillen. Also ich habe da ein bisschen hart abgelästert über einige. Aber ich finde das auch wirklich erschreckend und schrecklich, wie die Leute, wie die Sucht die Leute steuert und wie andere Leute Süchtige steuern und manipulieren. Und wie wieder andere Star-YouTuber, in Anführungszeichen, alles Geldgeile Heinis, also wie andere Leute Dampfer manipulieren, was die Kaufentscheidung angeht, zu ihrem eigenen Vorteil. Das ist also natürlich ganz schrecklich. Das ist natürlich das Unterirdischste, was man machen kann. Und viele, die ja Dampfen als Hobby entdeckt haben, sind ja mittlerweile in diesem ganzen Kommerz-Zirkus, was diese Sucht angeht, höchst aktiv, ne? Hier von Olga, von Olgas Beauty Salon. Ihr Bruder wahrscheinlich. Ihr Bruder ist ja auch mittlerweile in der Dampfszene, in der Liquid-Szene aktiv und sowas. Und als Dingsbums-Manager, Blafasel, Finger im Po-Stecker. Ich habe keine Ahnung, was der da so fabriziert. Jedenfalls geht es um Geld, ne? Und immer wenn es ums Geld geht, hört für mich der Spaß auf. Also, denn sollte man schon den Leuten erzählen, dass man sie verarscht. Ne? Also, aber das merkt man, normalerweise merkt das natürlich auch jeder. Ne? Diese ganzen QVC-Videos, die diese Heinis machen, ist ja klar. Ne? Also, dass die erstmal monetarisieren, dann kriegen sie die Geräte umsonst, die dürfen sie behalten. Wahrscheinlich kriegen sie, manchmal haben sie mehrere Sets zugeschickt gekriegt. Die verticken sie dann natürlich wieder irgendwo. Und dann werden sie wahrscheinlich, da reden die natürlich nicht drüber. Sie wären ja auch dumm, wenn sie es tun würden. Denn dann werden sie wahrscheinlich noch, dann bekommen sie noch eine Kommission von jedem Gerät, was dann verkauft wird über den Shop, den sie, wo sie sagen, dass sie es zur Verfügung gestellt haben oder in dem Video. Damit ist jetzt demnächst Schluss. Also das große Absahen auf dem Rücken armer Süchtige ist vorbei. Und das ist die beste Meldung, die man eigentlich nur vermelden kann. Die TPT2 macht absolut Sinn, um diesen Gangstern und Verbrechern, sag ich mal, Verbrechern gegen die Menschlichkeit, das Handwerk zu legen. Das ist eine gute Sache und ich kann nur persönlich empfehlen, Leute, fangt nicht mit dem Dampfen an, beendet das Rauchen und wenn ihr anfangen wollt zu dampfen, dampft, um den Ausstieg zu schaffen. Nicht um einen Ersatzsucht zu kreieren, die viel, viel schlimmer als jede Zigarettensucht ist. So, jetzt höre ich auf, meine Trommel hat sich hat gestoppt. So, bevor hier die andere Olga durchdreht. Die will, glaube ich, die alle vier Trommeln haben. Die hat alle Maschinen in Gange. So, ich gehe jetzt mal rein, falte meine Sachen und das Dampfergrillen ist hiermit beendet. Das war mein letztes Dampfervideo. Auch wenn Görkel sagt, Perle macht ja keine Dampfervideos mehr. Es war das letzte Dampfervideo, was ich bei YouTube zeige. Dass ich natürlich noch weiter Dampfervideos mache, das steht ja außer Frage. Ich habe ja nie damit aufgehört. Ne? Bloß nicht mehr bei YouTube. So, Peace und Tschüss.